Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich habe jetzt einfach mal nicht die Einleitung, die Kamera gewechselt. Wir wollen die WLAN-Steckdose PAGEBB01WP von UCOMAN mal testen. Sind zwei Stück drinnen. Wir werden die einrichten, kombinieren, gucken. Das sind wasserdichte. Das reicht ja, wenn ich eine raushole, denke ich mal, oder? Ja, also ist eine wasserdichte WLAN-Steckdose. Hier haben wir einen Knopf. Das scheint auch dann zu leuchten. Ist auch dicht drauf. Ja. Also. Nee, man muss schon Kraft aufwenden, um das aufzumachen. Das ist gut. Auch hier alles gut verarbeitet. Ich sehe keine Ecken, Kanten. Hier haben wir dann auch wieder ein Heft dazu. Ich muss erst mal gucken, welche Steckdosen-App wir dafür brauchen. Ach, UCOMAN Home. Wir brauchen wieder eine extra Steckdose, eine extra App, aber wir werden da mal was testen. Die ganze Zeit, vorhin war er schon da, mach dich mal beiseite. So. Ich gucke erstmal, wo habe ich meine Steckdosen drinnen? Was nehmen wir denn da? Was nehmen wir denn da? Was nehmen wir denn da? Ich denk mal, wir nehmen die große und App und testen das da einfach mal. WLAN. Achso, ich muss erst mal gucken. Sicherheitshalber, ich bin mit dem 2,4 GHz verbunden. So, WLAN, Bluetooth, Strom. So, jetzt machen wir einfach mal. Einschalten. Ich will doch gar kein. Bluetooth muss nicht an. Nächster Schritt, okay. So, dann nehmen wir hier WLAN-Steckdose. Weil man sagt zwar, man soll die App dafür nehmen, aber wenn ihr wirklich nicht so viele Apps nehmen wollt, ja, es sind viele auch kombinierbar. Also, weil die Standards sind ja gleich. Da. Hat sie kurz geleuchtet. Aus. An. Und jetzt halten wir hier drückt. Jetzt blinkt es. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und jetzt gehen wir einfach mal und sagen hier fertig. Ihr sagt da auch nochmal, dass es schnell blinken soll. Ja, es blinkt schnell. Und zack, bumm, hat er schon die Steckdose gefunden. Ja, also ihr könnt dann halt auch die nehmen. So. Also er verbindet gerade. Jetzt hat er verbunden. Jetzt können wir das umbenennen. Hier steht es nämlich in Chinesisch. Wir nennen die einfach mal UCOMAN 1. UCOMAN 1. UCOMAN 1. Wir machen keinen Raum jetzt dazuweisen. Doch, wir müssen einen Raum. Sagen wir Flur. Nee, sagen wir nicht Flur. Ach so, es geht nicht mit Leerzeichen oder was? Doch geht.
So. Ach, wir machen erstmal fertigstellen. So. Also es funktioniert. Jetzt versuchen wir es nochmal umzubenennen. Name. U. Co. Man 1. Speichern. Na, jetzt geht's doch. Symbol können wir das lassen. Wir können auch halt auch ein anderes, ja, aus Album auswählen. Oh, Symbol. Fotografie können wir auch nehmen. Kann ich jetzt aber nicht zeigen. Kinderfotos drin, logischerweise wieder mal bestimmt. Offline-Meldung können wir anmachen. Ich möchte aber keine Offline-Meldung bei der jetzt. Gruppe zuweisen wollen wir jetzt nicht. Zum Startbildschirm wollen wir auch nicht hin. Na doch, wir können. So, gewählt. So, und wenn wir jetzt auf dem Startbildschirm sind. So, da haben wir dann jetzt hier so ein Steckersymbol. Ja, und das wäre dann halt die Steckdose, dann kommen wir direkt dahin. Und brauchen halt nicht in die App reingehen, haben die dann direkt auf dem Startbildschirm. Ja. So, und jetzt können wir ja mal gucken. Alexa, UKOMAN 1 an. Ich kann es auf TV, Ton oder auf Cable. Welche Option möchtest du? UKOMAN 1 an. Ach, das will er wieder nicht. Müssen wir umbenennen. Da will sie wieder nicht. Benennen das einfach mal Test 1. Test 1. So. Alexa, Test 1 an. Test 1 antwortet nicht. Bitte überprüfe die Netzwerkverbindung und Stromversorgung des Geräts. Ach, ich habe ja noch einen Test 1 da gehabt. Ach, stimmt. Ich habe beim letzten Mal schon Test 1 genannt. Nennen wir es einfach mal Test 3. So. Alexa, Test 3 an. Ohne dass ich in der Alexa-App was kombiniert habe. Alexa, Test 3 aus. Ja, wir können auch hier einen Schalter anmachen. Mit der App an und aus. Power, Timer, da können wir sagen, wann es an und oder ausgehen soll. Settings. Switch Lock. Und ja, ich weiß aber jetzt nicht mit den Updates, ob das denn funktioniert, wenn man das so macht, ob man da auch die Updates kriegt. Also mit einer anderen App. So, hier haben wir ein bisschen mehr. Hier haben wir nämlich Netzwerk und Auto, Update haben wir hier drin. Und bei der Steckdose jetzt hier, wo haben wir Test? Da. Wenn wir da auf Settings gehen, da fehlt dann ein. Ja. Können ja mal. Wo haben wir denn? Ach, da. Zur Website. Ach, ist ja die Apple-Version. Können wir nicht hier brauchen. Oh, jetzt sollten wir im Play Store landen. Tuya. Das ist doch nicht die Tuya-App.
Test-App, tuya.com, Ukomen. Ja doch, beläuft basiert auf Tuya. Jetzt gibt es auch Tuya als einzelne App zur Webseite. So, dann werden wir mal in Google Play Store gehen. Weil der Google QR-Code führt nirgendwo hin. Später. Achso. Ja. Ukomen. Suchen. Na, da haben wir sie doch. Installieren. Dann können wir die hier schon mal rausnehmen. Ja. Öffnen. Wir müssen uns garantiert jetzt wieder zulassen, zustimmen. Ein vorhandenes Konto erstellen. Moment. Zugriff auf Daten. Wollen wir nicht. Weiter. Ich hab's. So. Da sind wir jetzt in der Uko Home App. Profil. Ja. Sieht ein bisschen aus, ja, sieht eigentlich aus wie Tuya. Wir gehen mal auf Alexa. Link. Verknüpfen. Stellen Sie eine Verbindung zu Alexa her. Add Device. Continue. Vervollständigen Sie Produkt Netzkontrollen in der Uko Home App. Kompatible Netzwerkkonfiguration Gerät. Konfiguration mit Amazon Echo. Wenn Amazon Echo bereits konfiguriert haben, vergewissern Sie sich Echo WLAN. Öffnen Sie Alexa App im Handy. Erfolgreich Anmeldung klicken. Sie auf Menü. Der oberen linken Ecke. Startseite wählen, die Einstellung neues Gerät einrichten, um am Gerät. Wählen Sie Echo Gerätetyp, Ihre Sprache. Weiter, Continue. So, nachdem Sie Echo Hotspot verbunden haben, kehren Sie zu dieser Seite zurück. Die Verbindung ist erfolgreich. Klicken Sie weiter. Ach so, ja, Skill Gaming. So, Smart Life. Smart Life habe ich. Das sollte die sein. Das ist Smart Life, soweit ich weiß. Profil. FAQ, Rückruf. So. Einstellungen. Text anzeigen. Ach, mein Handy spinnt wieder. So, aber jetzt macht das. So, ja doch, sage ich doch, Smart Life. Weil ich habe die Namen eigentlich ausgeblendet. So, Smart Life haben wir hier oben. Ja, das ist der Skill, den wir brauchen, Smart Life, den haben wir aber auch schon verbunden, weil sonst kann ich das ja nicht machen. Jetzt gehen wir erstmal auf die Das ist nicht jetzt alles so doof. Warte mal, muss ich erstmal wieder Einstellungen, Namen ausblenden.
Oh, jetzt hat er mir, weil er die Namen angezeigt hat, alle Tier. Och, leck mich doch am Arsch. Jetzt muss ich mir das nachher wieder alles sortieren. Die Scheiße hier. Weil durch die Namen wird das alles größer. Oh, leck mich, ey. Verfickte Scheiße. So. Aber wir wollen jetzt erstmal ein Gerät verbinden. So, so. Ne? Gerät hinzufügen. Fortsetzen. Bei Nutzung. Wi-Fi-Steckdose. So, wir sollen die Steckdose reinstecken. Weiter. So. Taste 5 Sekunden halten. 1, 2, 3, 4, 5. Ach, jetzt geht's. Okay. War nicht lang genug. Also ist wirklich super erklärt hier. So, und dann weiter. Das blinkt. Ja, es blinkt. Bestätigen, dass es blinkt. Dann haben wir 2 Minuten Zeit, dass er halt das Gerät findet. Er hat es gefunden, weil es blinkt nicht mehr. Grün. Da ist es. Hinzufügen, umbenennen, Test 4 fertigstellen. So. Alexa, Test 4 aus. Tut mir leid. Ich kann keine Gruppe oder kein Gerät mit dem Namen Test 4 finden. Okay, das will er nicht. Ne, wir haben hier nichts mit Updates. Hier ist nichts mit Updates. Profil. Familienverwaltung, Nachrichten. Cache löschen, Netzwerk. Tempo. Nö, hier ist nichts mit Updates. Also passiert da gar nichts. Wir gehen noch mal in die Alexa-App. Ach, falsche App. Ach, die ist ja jetzt hier hinten irgendwo. Ach, Mann, ey. Da ist er. So, ich fahre nicht mehr Auto. Mehr Skills. Wie hieß die jetzt nochmal? Smart Home. Wir gehen noch mal hier auf Ach, Smart Life wartet. So, suchen Sie ein Smart Leaf, Smart Life. Smart Life. Da haben wir sie. Starten. Entschuldigung. Eine Benachrichtigung senden.
Skill deaktivieren. Geräte. Also es funktioniert auf jeden Fall. Geräte. Geräte hinzufügen. Hat zwei Geräte. Test 3. Steckdose. Naja. Dann müsste ja Test 4 jetzt auch da sein schon. T. Test 3. Wir sagen einfach mal Gerät hinzufügen. Und wir sagen Steckdose, sonstiges. Ach, jetzt, das ist neu. Dass er nach Meta, Zigbee und den ganzen Standard fragt. Aber wir haben Wi-Fi. So, und suchen dann einfach mal. Ich weiß auch gar nicht, ob der Standard jetzt auch überhaupt schon Meta-kompatibel ist. Das kann bis zu einer Minute dauern. Alexa, Test 4 an. Tut mir leid, ich kann keine Gruppe oder kein Gerät mit dem Namen Test 4 finden. Naja, okay, dann halt nicht. Also eigentlich sollte er das Test 4 aus. Darauf habe ich leider keine Antwort. Na gut. Hinzufügen. Verbinden. So, jetzt verbindet er. Jetzt nehme ich mal direkt die Smart Life App. Ach, Amazon sagt Test 4 verbunden. Also über die Smart Life App nimmt, sagt er auch gleich an hier. Fertigstellen. Alexa? Test 4 aus. Alexa, Test 4 an. Ihr seht, das funktioniert. Aber nichts mit Netzwerk überprüfen. Ach ja. Automatisch updaten, bestätigen. Also das haben wir hier halt drin. Dann gucken wir mal noch bei der Steckdose, bei Test 3, bei Bearbeiten, Updates automatisch. Okay. Aber MCU-Modell 118, Hauptmodell 118. Also selbst da sagt er hier, er zeigt das mit dem Updates gefunden, jetzt doch damit Updates. Also wie ihr sehen habt, es funktioniert alles. Ihr müsst nicht die Standard-Apps nehmen, die der Hersteller, das ist bei den meisten Herstellern, wie gesagt, ich habe jetzt die Gosund und die Smart Life App genommen. Ihr habt gesehen, dass es funktioniert hat, weil die Standards ja eigentlich alle relativ gleich sind oder eigentlich gleich sind. Ja. Da seid ihr auf der sicheren Seite. Da sollte nichts passieren. Hat ohne Probleme funktioniert, ohne dass ich in der Alexa-App halt Geräte suchen musste oder irgendwas dergleichen. Ihr habt es gesehen, kam gleich die Nachricht, dass Alexa ein Gerät gefunden hat. Das ist übrigens neu, das ist seit dem seit einem halben Jahr, dreiviertel Jahr in etwa so, möchte ich sagen. Weil vorher musstest du immer in die App reingehen und sagen, such mal. Dann war es eine ganze Weile so, dass du halt nicht mehr suchen musstest, dass Alexa das relativ schnell alleine erkannt hat, wenn das halt in der App war und die App über den Skill mit Alexa verbunden war oder der Skill in Alexa aktiviert war. Hat das auch schon so funktioniert, aber mit der Benachrichtigung, das ist neu und dass Alexa da intensiv im Hintergrund sucht, das ist auch noch nicht so lange her, dass er das macht.
Vorher muss man halt wirklich sagen, die Geräte einrichten, dann in die Alexa-App nach Geräten suchen und dann stand Test 4, welche, wo soll es hin, Wohnzimmer, Schlafzimmer, was weiß ich. Und das ist halt schon eine Erleichterung, dass es jetzt nicht mehr so ist. Aber ihr habt gesehen, es funktioniert alles ohne Probleme. Ihr könnt halt die Original-App nehmen, ihr könnt da Updates machen, ihr könnt aber auch die andere App nehmen. Wie gesagt, bei der Original-App kann sein, dass das mit dem Alexa nicht funktioniert hat, weil ich die Smart Life App ja selber drauf habe und die auf den Smart Life Skin zugreift. Ich glaube, man kann nur eine App auf den gleichen Skin haben. Hätte ich die Smart Life nicht drauf, glaube ich, hätte ich den Smart Life Skin und würde das mit der Ukromen App funktionieren. So funktioniert es nicht. Basiert auf alles auf Tuya. Ihr könnt euch auch Tuya runterladen. Sollte der gleiche Standard, ist ja der gleiche Standard. Tuya ist hier. Ja, Tuya. Da könnt ihr dann auch reinpacken. Und wenn ihr die Standard-App nicht wollt, das ist sozusagen die Haupt-App, der Standard. Ja, also die funktioniert fast immer mit allen. So, nichtsdestotrotz, hoffe ich, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.